In der Wüste riecht man Füße. Nein, okay, der war schlecht. Das ist die Map. Hier sind die Items. Ja. Ihr werdet sie mit meiner. Ich werde mit meiner Maus gerade drumherum kriegen, aber ich werde sie nicht mehr mit meiner Maus hier ausschalten, ne? Ich habe 25 Züge, glaube ich, Zeit. Oder? Ich schau mal kurz nach. Da steht doch irgendwas. 25 Züge, genau. Ich werde die Map hier neben mir offen haben, um die Items holen zu können. Gut. Die Map ist relativ schwer, weil hier sehr viele starke Gegner rumhängen und wir mit Sophia ein Level 1er Schaman bekommen. Und mit Cecilia eine Level 1er Valkyrie, die wesentlich schon promotete Troubadourin ist, aber ihre Werte. Also, die wurde ganz klar auf Level 2 promoted. Das sind ja Werte, die sind grauenhaft. Grauenhafte Werte. Wir gehen hier einfach mal hoch mit Deek. Deek ist ja unsere Mega-Einheit. Da macht man so viel nicht mit falsch. Dann geht Dorothy hier noch lang. Saul geht nach hier oben und verwendet mal die Fackel, damit wir ein bisschen mehr sehen können. Und hier sehen wir auch schon den Marmacute. Oder Mamcute. Mamcute. 18 Stärke auf dem Skill, ja, Resistenz, Defensive 23, also mit denen ist jetzt nicht so zu spaßen. Detten Restore, das ist zumindest eine gute Sache. Hier links ist schon das erste Item, was wir uns holen mit Astol. Und zwar ein Talisman. Zack, Talisman erhalten. Ja, den schicken wir erstmal direkt in die Hölle. Penny senden wir hier rauf. Und schicken dann hier Ray und... Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Sophia behalte ich lieber hier so mittig. Bisschen geschützt. Sollte sie schon stehen. Am besten schützen wir sie ein bisschen mit Roy und Milady. Ja, die kann hier mit hoch. Dann schauen wir mal, was unsere feindlichen Feinde so machen. Tja. Ein Drachenlord. Kein normaler Drachenkrieger mehr, es ist ein Drachenlord. Und da gibt es mehrere von hier auf diesem Gebiet. Ja, das bringt ihm mal so gar nichts, was er da gerade probiert hat. Kritischer Treffer, okay. Setzen wir noch einen hin oben drauf. Aber Saul ist ja auch nicht der, der jetzt unbedingt so die Erfahrung sammeln muss. Tja, Fanny weicht auch einfach aus. Machen wir das jetzt am besten. Astol verzieht sich nach unten. Du gehst hier hin und schauen wir mal. Wie sie auch aussieht, mit dem langen Gewand. Lalum erreicht Level 17. Was an sich ja schon mal gar nicht schlecht ist, wenn ihre Werte nicht so grauenhaft. Flux. Du kannst vernichten, das ist gut. Das ist gut. So ein Level Up direkt am Anfang ist ja schon mal was Feines. Okay, defensive Magie und Skill erhöht. Und die ist noch nicht einmal bei Mom Cute irgendwie großartig in der Nähe. Erkalibur. Ahaha. Du bist mir einen kleinen Ticken zu gefährlich, Junge.
Ne, ich meine, du kannst so Einheiten wie Milady oder Penny schon bösen Schaden zufügen. Und hier sehen wir dann auch irgendwelche Drachenfuzzis, die, oh shit, zu viel angreifen können. Die jetzt nicht mehr so viel angreifen können. Das ist gut. Sie können Lilina angreifen, wenn ich Lilina hier hinstelle. Machen wir eine Vermeidung, geben ihr ein Elffeier. Und genau, und dann Admiral Recover. Oh, Silence gefunden. Schön. Dich vernichten wir mit dem Slim Sword, oder? Ja. Kriegen wir hin. Das dünne Schwert. Hätten wir jetzt ausweichen können. Das könnte riskant werden. Okay, Mille, die schicken wir auch hier runter. Um so gesehen das da unten ein bisschen zu doppeln. Ja, okay, du greifst Dorothy an, da ist jetzt nicht allzu viel zu holen. Same as you. Ja, da weichen wir mal aus und machen ein klein wenig Damage. Aber nur ein klitzekleines wenig. Au! Du doppelst aber nicht, ne? Nein. Dafür bin ich ja schon mal sehr dankbar. Und ja, das wird wahrscheinlich jetzt nicht so. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Sagt's und sie pennt ein. So, dich greifen wir erstmal an. Wie viel Damage kann ich denn reinhauen? Eisenlanze, sie würde 20 machen, wenn er genau, ich von 37, sie würde nicht 20, ja, sie würde 20 machen. Ich könnte ihr 12 reinhauen. Wie viel machst du mir? 9, das überlebe ich. 11, nach 20 wäre das zu viel. Jeff, wie mache ich das da unten gleich am besten? So, dich machen wir erstmal down mit Sophia. Weil ich glaube, Sophia ist schon keine allzu schlechte Einheit. Man muss sie einfach nur richtig trainieren können. Und sie macht ja wenigstens Damage. Zack. Wie viel Damage mache ich dir eigentlich so? 6, 12, 18, 24. 24 plus schmerzhaft. Ja, sie steht da vielleicht gerade ein bisschen doof rum, aber ist alles noch im machbaren Bereich. Aber du gehst mir ein bisschen auf den Piss, ne, weil du heilen kannst. Lightning broke! Ja, okay. Wie mache ich dich am besten kaputt?
ist alles sehr riskant wegen den 64% nur. Wisst ihr? Das ist alles eine sehr enge Kiste. Denn wie oft haben wir schon gesehen, dass sowas mies daneben geht? Oft genug. Und ich weiß, Safe State, Safe State, Safe State, ja? Aber... Hey, warte, ich will hier unten irgendwo so die Speedwing haben. Und ich weiß selber, enge Kiste. Da, eng. Ja, Und da seht ihr, das hätte nicht funktioniert. Das funktioniert schon besser. Trifft sie mich dann trotzdem? Probier's mal mit dem hier. 8 HP nur noch. 4. 8. Okay, du gehst jetzt auf Deke los. Ah ja, stimmt, immer noch Speedwing, ne? Und das war's dann für den Zug. Das ist schon böse, was die an Damage verteilen, ne? Die verteilen schon sehr, sehr viel. Ja, es ging daneben. Da hat der liebe gute Ray keinen Bock drauf. Mhm. Wer kommt denn da angekrochen? Wer hat da... Ist es... Hat er doch Sleep? Wer hat hier Sleep? Silence, recover. Hä? Irgendwer hier hinten hängt mit Sleep rum. Der ist es nicht. So, machen wir mal hier einen Restore, ne? Sie hat eigentlich perfektes Item für das Level. Sie hat nämlich ein Eisen, sie hat Erkalibur, was ja gut für fliegende Einheiten ist. Und hier fliegen ja sehr viele Einheiten rum. Killing Edge. Und du nur noch 10 HP. Du bist hier schließlich auch noch lang. Probieren wir es mal hier mit. Erstmal machen wir Flux. Macht mir jetzt schon mal ein bisschen Damage. Jedes kleine Damagechen ist gut. Fire macht auch noch mal gut 18 Damage. Na dann noch 14.
Der Mamcute. Dann kommt Dorothy an. Mit dem Stahlbogen. Da waren es nur noch 4 HP. Und die kann jetzt Deke auch mit dem mit der Eisenaxt raushauen. Ja, 5. Auf Wiedersehen, Mamcute. Gut, dann hätten wir ihn schon mal erledigt. Du begibst dich jetzt in Richtung hoch, weil da hinten Stiefel sind. Was machen wir mit dir, Milady? Ja, ich würde echt sagen, probier's mal hiermit. Oh, perfekt. Das war nur eine 3% Chance, aber nehme ich dankend an. Leute, nehme ich dankend an. Ein schönes Level Up. Und wo auch immer er ist, er probiert es weiter mit Ray. Ray, weich bitte aus. Danke. Im letzten Augenblick noch weggedodged. Stahlschwert. Machen wir es mal so. Ne? Keiner legt sich hier mit den falschen Leuten an. Excalibur, der hat nur noch 12. Ja, komm, dann greif mit Excalibur an. Cecilia. Saul heilt dann einfach. Und Level, welches Level hat der Richter? 15. Resistenz und Magie wurden erhöht, okay. Jeez. It's kind of boring around here, my boy. Ray mit Flux. Na, weicht er aus. Okay. Bist du ausgewichen? Da oben ist eine Silver Card. Ich will jetzt einfach mal hier oben die beiden schauen lassen. Und du begibst dich in Richtung Cecilia. Okay. Du doppelst ihn, dann war es auch für diesen Söldner. Scheiß Söldner mal hier. Keine Vereinstreue. Da kommen die nächsten Bobos. Hier ist nichts mehr. 2. Machen wir hier mal Mant, ne? Um Deke wieder aufzuheilen. Ich meine, der Kampf mit dem Mamcute hat ihn schon relativ hart zugesetzt. Mit wem gehen wir denn am besten? Dann hier. Roy. Kann, ja, vernichte den jetzt einfach mal. Bekommst auch noch ein paar Erfahrungspunkte. Wobei ich ja mit Roy sage, die Erfahrungspunkte braucht er nicht wirklich. Der ist schon auf Level 17, hat grauenhafte Werte und ich will ihn loswerden. Na, das war daneben geworfen. Ein Satz mit X war wohl nix. Und das überlebt der Typi. Obwohl, ja, soll er doch überleben.
Und eins. Und tschüss. Jeez, allein da runter zu schicken ist auch wieder sehr riskant von mir. Weil, wenn da unten irgendwie ein mega Schwertkämpfer rumläuft. Tja. Nicht so leicht. Warum greift der überhaupt Saul an? Ich meine, der ist vom Level her am höchsten bei mir. Ja, oder so ein Deppel könnte auch mal auftauchen, ne? Und dann wird's schmerzhaft für mich. Müssen wir es so machen. Gut, dass Tatin in meiner Nähe ist und Schuhe gefunden hat. Du Shit, ein Creature-Treffer. Wer bist du denn? Oh, verdammt. Oh, verdammt. Erstmal Handaxe ausrüsten. Du gehst weiter nach oben. Du kannst jetzt hier weggehen. Komm schon, noch ein HP. Das hast du fast gut gemacht, Milady. Tja, hier steht der nächste doof rum. Und ich sehe schon, ich muss den Part jetzt aber auch beenden, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin und ciao.